Darf ich vorstellen? Das ist mein aktuelles Mac Mini Setup, mit dem ich all meine Videos schneide. Und da ich von meinem letzten iMac ein wirklich sehr gutes Display gewohnt war, wollte ich in Sachen Display auch bei meinem neuen Mac Mini keine Abstriche machen. Deshalb wollte ich einen Monitor mit hoher Auflösung, einer umfangreichen Farbabdeckung, einer hohen Farbtreue und am besten in über 30 Zoll, da mir die 27 Zoll des iMacs doch etwas zu klein waren. Nach einigem Suchen fand ich dann diesen Monitor von MSI aus der Creator-Serie, der mich sowohl optisch ansprach, als auch meinen technischen Bedürfnissen entsprach. Daraufhin habe ich dann einfach mal bei Notebooks Billiger nachgefragt, ob sie mir diesen Monitor nicht für meine Videos zur Verfügung stellen wollen, und keine Woche später stand der Monitor dann auch schon auf meinem Schreibtisch, und dementsprechend mag ich mich an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich bei Notebooks Billiger, aber auch bei MSI für die Unterstützung dieses Videos bedanken. Ich finde den Link zum Monitor ganz oben in der Videobeschreibung, meine Meinung zu dem Monitor bleibt aber ausschließlich meine eigene. Beginnen wir zunächst mit dem Äußerlichen. Der MSI Creator hat mich nicht zuletzt auch durch seine schlichte und hochwertige Optik überzeugt. Er kommt mit sehr dünnen Displayrändern und einer insgesamt sehr guten Verarbeitung daher, der metallverstärkte Standfuß ist solide und der Monitor steht sicher auf dem Schreibtisch. Die Rückseite ist dann schon etwas verspielter. Hier findet man auf den ersten Blick das MSI-Wappen und einen Ring RGB-Beleuchtung, ein dezenter Hinweis darauf, dass MSI eigentlich eher Monitor für Gamer herstellt. Alles in allem spricht mich die Optik des Monitors auf jeden Fall an, es ist sogar der schönste Monitor, mit dem ich bis jetzt auf meinem Schreibtisch gearbeitet habe. Die Montage ging einfach und man kann den Monitor sowohl in der Höhe anpassen, als auch nach oben, unten, rechts und links schwenken. So sollte jeder den perfekten Betrachtungswinkel finden. Eine Verwendung des Monitors im Hochkantenformat ist aber anscheinend nicht möglich. Was die Anschlüsse angeht, kann man ebenfalls nicht meckern. Für das Bildsignal gibt es zweimal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.2 und einmal USB-C. Daneben befindet sich dann noch ein Anschluss für USB Upstream, wenn man den Monitor als Hub verwenden will, sowie ein USB-A-Anschluss und ein Klinkenanschluss. Einzig und allein der USB-C-Anschluss könnte doch etwas besser sein. Über diesen wird einzig und allein das Bildsignal übertragen und ein angeschlossenes Gerät sehr langsam aufgeladen. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man über diesen Port einerseits schneller laden kann und dieser vor allem auch einen ermöglicht, den Monitor als Hub zu benutzen. Das ist jedoch leider nicht der Fall. Wer sich an dieser Stelle berechtigterweise fragt, von welchem Hub ich eigentlich spreche, der muss sich die linke Seite des Monitors einmal genauer anschauen. Hier findet man nämlich noch ein paar nützliche Anschlüsse. Da wäre ein SD-Kartenreader, zweimal USB-A 3.2, ein Kopfhörerausgang und ein Mikrofoneingang. Insbesondere der hier angebrachte SD-Kartenreader war für mich der Grund, warum es genau dieser Monitor geworden ist. Der Mac Mini hat ja bekannterweise keinen SD-Kartenreader und so spare ich mir einen zusätzlichen Hub. Dieser Hub lässt sich außerdem von vorne sehr gut erreichen, da man einfach nur links an den Bildschirm greifen muss. Da bin ich von meinem iMac deutlich Schlechteres gewohnt gewesen. Wie aber bereits schon gesagt, leider muss man den Monitor, um den SD-Kartenreader nutzen zu können, über USB Upstream mit dem Mac Mini verbinden. Will ich also zum Beispiel mein MacBook über den Monitor mit USB-C benutzen, fallen diese zusätzlichen Anschlüsse leider weg. Und wer sich an dieser Stelle Sorgen macht, dass diese Anschlüsse an der Seite von vorne optisch negativ auffallen, den kann ich beruhigen, da diese leicht in das Gehäuse eingelassen sind, sieht man diese von vorne gar nicht. Für die Kabelführung gibt es dann einen abnehmbaren Clip, den man am Standfuß anbringen kann. Das ist zwar durchaus praktisch, ich bin persönlich aber eher Fan von solchen Kabelführungen, bei denen die Kabel direkt durch den Standfuß nach hinten geleitet werden. Doch kommen wir jetzt zum Wichtigsten, dem Display. Es handelt sich hierbei um ein IPS-Display in 32 Zoll und einer 4K-Auflösung. Das Bild ist also gestochen scharf und einzelne Pixel lassen sich aus einem normalen Betrachtungsabstand nicht erkennen. Laut MSI bietet der Monitor zudem eine P3-Farbraumabdeckung von 95%, eine sRGB-Abdeckung von 98% und Adobe RGB ist zu 89% abgedeckt. Der Monitor ist ab Werk kalibriert und ihm liegt ein Kalibrierungsbericht bei. Man kann den Monitor natürlich auch selbst kalibrieren, für meine Anwendung bin ich mit der Werkskalibrierung aber definitiv mehr als zufrieden. Ich persönlich nutze das Farbprofil Display P3 und bin bislang mit den Ergebnissen meiner Farbkorrekturen, die ich an diesem Monitor in meinen Videos vorgenommen habe, auf jeden Fall zufrieden. Ich habe hier leider keinerlei Möglichkeit, die Farbraumabdeckung zu überprüfen, aber andere Tests des Monitors attestieren diesem, dass der Hersteller mit seinen Angaben ziemlich genau ist. Auch die Blickwinkelstabilität kann mich auf jeden Fall überzeugen, das Display verändert also nicht großartig seine Farbdarstellung, wenn man schräg auf das Display schaut.
Mit 400 Nits wird das Display dann auch ausreichend hell und es kann entsprechend des HDR600 Standards sogar HDR-Inhalte wiedergeben. Die Betonung liegt hierbei jedoch auf dem Wort wiedergeben. Eine Bearbeitung von HDR-Content ist auf diesem Monitor natürlich nicht möglich. Kurzum, für Bildbearbeitung und Videoschnitt ist das Displaypanel im semi-professionellen Bereich bestens geeignet. Klar gibt es da noch Potenzial nach oben, dafür zahlt man dann anderswo aber auch deutlich mehr. Etwas, das ich persönlich richtig cool finde, ist, dass der Monitor alles in allem sehr unabhängig von den Lichtverhältnissen am Arbeitsplatz verlässliche Arbeitsergebnisse liefert. Das liegt einerseits daran, dass der Monitor ein mattes Display hat, aber auch daran, dass eine magnetische Monitorhaube im Lieferumfang enthalten ist. Diese kann man dann ganz einfach auf den Monitor platzieren, um nervige Lichtreflektionen vom Monitor fernzuhalten. Die Bildschirmeinstellungen lassen sich dann über einen kleinen 5-Wege-Joystick auf der rechten Rückseite steuern. Dieser lässt sich gut erreichen und über diesen lassen sich verschiedenste Einstellungen am Monitor vornehmen. Hier kann man zum Beispiel dann auch auswählen, welches Farbprofil der Monitor wiedergeben soll. Mit knapp 900 Euro ist der Monitor natürlich nicht ganz günstig. Ich persönlich finde diesen Preis auf jeden Fall aber angemessen. Außerdem gibt es bei Notebooks billiger aktuell 15% Rabatt, sodass der Monitor bis Montag für nur 764 Euro zu haben ist. Das ist in meinen Augen ein wirklich sehr guter Preis, schaut da also gerne mal rein. Den Link zum Angebot findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Ich habe mittlerweile einfach schon sehr viele Stunden vor diesem Monitor verbracht und für das, was ich mache, also für meinen Videoschnitt, ist er wirklich ausgezeichnet geeignet und daher wird er mich auf meiner Arbeit auch noch so lange begleiten, bis Apple die neuen iMacs dann irgendwann vorstellen wird. So Leute, das soll es dann von diesem Video auch schon wieder gewesen sein. Schreibt mir eure Meinung hierzu gerne mal unten in die Kommentare und dann diskutieren wir darüber. Ansonsten danke ich mich wie immer fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.